Und zurück zu Dark Souls 3. So, heute machen wir bei den zwei Rittern weiter. Ich will da eigentlich jetzt mal den Spell Harmony ausprobieren. Und schauen, ob sich die zwei gegenseitig töten. Das wäre mal richtig cool. Aber erstmal müssen wir hier ein paar Mobs wegräumen. Der da, kommt der mir hinterher? Das sind ja zwei. Waren da vorher auch schon zwei? Hä? Das waren noch keine zwei vorher, oder? Das war doch bloß einer. Ah, ist mir wurscht. So. Ganz langsam ran. Genau, killt euch gegenseitig, Jungs. Ja, los! Hauen weg! So, schön ging's. Sehr gut, das ist geil. Lothric Ritterrüstung, ich glaube, die haben wir sogar schon. Diese Lothric Ritterrüstung. So. Okay. Gehen wir hier weiter. Ja, hier geht's ja gar nicht weiter. Das wird scheiß. Ja, super. Geht's denn hier weiter? Oh, jetzt muss ich an den wieder vorbei da. Na komm. Bist du jetzt ruhig da? Okay. Das haben wir hier jetzt. Hier hinten geht's. Jetzt schauen wir nochmal, ob ich irgendwas übersehen habe, aber hier hinten geht's auch nicht weiter. Hier gab es bloß diese Rüstung anscheinend. Da unten war ich schon. Da glaube ich, habe ich alles mitgenommen. Da muss es hier oben ja irgendwo weitergehen. So, okay. Okay. Der unten ist down. Oben sind die Drachen. Wie komme ich denn da hoch? Geht es auf der anderen Seite drüben weiter? Ah, da drüben geht es weiter. Okay. Dann haben wir links, müssten wir dann eigentlich alles abgeschlossen haben, soweit. Ich habe jetzt keine Mana mehr. Weißt du was? Ich resette schnell. Weil hier kommt ja eh kein Gegner bis dahin. Dann sind meine Mana-Tränke wieder voll. Dann kann ich auch das Harmonie wieder benutzen. So. Rasten. Und weiter geht's. Hoch hier. Hoch. Ja, schaut schon geil aus mit den Drachen. So, dann geht's hier weiter. Dann müssten wir jetzt irgendwann mal, hoffe ich mal, vielleicht das Tor öffnen können. So.
Da ist eine. Okay. Ich schmeiß wieder Feuerbomben. Oh. Tja, das hätte man nicht machen sollen. Loot. Feuerbomben. Wow, kommen die denn jetzt her? Mann, was ist denn hier los? Da oben schmeißt einer. Der eklige. Das sind alles hier so Explosionsfässer. Oh, nee. Schon wieder so eine komischen, ekligen Mistviecher. Nein. Ist aber gut hier. Was mache ich jetzt da? Überlegen, Andi. Wieder gegen dieses eklige Fieder kämpfen. Oh, ich mag nicht gegen ihn kämpfen. Na, warte mal, vielleicht kann ich hier die nach harmonieren. Ah, Gott. Was kotzt denn der dafür Scheiße? Sieht er mich überhaupt? Ah, Gott. Naja, bleib doch drin stehen. Sind mir am liebsten. Ein ekliges Vieh. Die werden immer schlimmer, die Dinger. Haben die vorher das schon mal gemacht? Nee. Oder hängt er da an der Wand drin, ja, oder? Irgendwie sieht das komisch aus, weil der gar nicht rauskommt. Oder der ist da drin festgebackt. Oh, komm mit. Mach keinen Scheiß, bleib einfach da drin jetzt noch die drei Schüsse. Oh, ein Schuss noch. Oder? Yeah! Also die haben es wirklich in sich. Titanitbrocken, Glut. Cool. Wieder aber gerne mal so eine blöde Scholle finden. Okay, okay, okay. Boah, Schwein gehabt. Okay, hier ist. Ah, hier ist ein Drachenbalkon. Oder? Hä? War hier nicht der andere Drache drauf? Oder geht der automatisch weg, wenn ich hier reingehe? Oder das ist von dem Drachen irgend so ein komisches Ding, was aus dem Arsch rausgewachsen ist. Kann natürlich auch sein. Aber in dem Spiel weiß man ja nie. Jetzt gehe ich aber da oben nochmal schauen, was da ist.
Hier geht's raus. Da ist Loot. Da kommt bestimmt gleich wieder irgendwas Extremes. Hört sich nach Ritter an, auf jeden Fall schon mal, was ich jetzt hier höre. Stampfen. Okay, da ist, glaube ich, der Shortcut. Okay, ready. Da ist ein Ritter, okay. Jetzt machen wir das Türchen hier auf, hoffentlich. Yeah, Shortcut ist offen. So, dann schauen wir mal, was hier ist. Ja, von der Weite schon gesehen, dass du einer bist. Und du? Okay, das ist eine Mimik. Haben wir das schon erkannt? Also werden wir jetzt erstmal hier... Eine Lampe kannst du auslassen. Jetzt erstmal hier alles ein bisschen frei machen, dass ich gegen die Mimik gut kämpfen kann. Die sind nämlich auch eklig. Aber die geben auch meist gut Loot. Ja, genau. So. Also, da seht ihr. Kette ist vorne und die geht immer auf und zu. Da habt ihr es gesehen, genau. Da sieht, erkennt er, dass es eine Mimik ist. Ah, das ist so eine komische. Oh! Was ist das? Oh Mensch! Ich wollte doch nicht. Ja, kotzt seine Scheiße woanders hin. Boah. Titanitschuppe. Okay. So, was ist hier? Sieht auch schon wieder verdächtig ruhig aus. Da sind auf jeden Fall Untote. Ja, das war weg. Ist aber gut hier. Mann. Steckt voll Messer hier. Titanitschuppe. Okay, Shortcut ist offen. Hier haben wir auch nichts mehr. Also ich sehe zumindest nichts mehr. Da unten, glaube ich, war jetzt auch nichts mehr. Oder? Na, ich schaue nochmal schnell runter. Da sind wir gekommen. Nee. Nö, hier ist nichts mehr. Okay, dann gehen wir gleich Leiter hoch. Seelen, da könnte ich eigentlich schon wieder Level machen. So, hier waren wir hier schon? Ne, hier waren wir noch nicht. Titanitbrocken, ist hier unten noch was? Hier, wer hier so ein Vorsprung ist. Ah, von da sind wir gekommen. Genau, da sind wir da hinten lang. Aber ich sehe jetzt hier unten auch nichts, also gehe ich da jetzt noch nicht runter. Können wir später nochmal schauen. Jetzt kommt irgendwas Fieses 100 Pro. Oder wir kriegen jetzt den Drachenloot. Titanitschuppe. Mei.
Okay. Hä? Ach ja, genau, das ist von da unten. Eigentlich müssten wir hier jetzt alles haben. Ich schaue nochmal rein. Wie oben die zwei Wege gemacht haben. Genau, hier ist der Shortcut. Da waren wir auch, haben wir alles eingesammelt. Schauen wir aber hier nochmal. Ob hier noch irgendwas ist. Okay, was war das? Ach, der Kerzenständer, okay. Rein theoretisch könnte man gleich hier runterspringen. Ah, der sieht böse aus. Boah. Der andere, wo ist der? Na, ich würde sagen, ich gehe jetzt dann mal zurück zum Leuchtfeuer, mache ein Level, weil ich will die 75.000 Seelen nicht verlieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir auch durch das große Tor gehen und schauen, was wir da geöffnet haben. Weil ich habe jetzt eigentlich nur einen Ritter gesehen. Den dann und ist hier noch einer? Oh Gott. Oh Gott. Ich mache den jetzt mal hier. Weil falls ich sterbe, dann kann ich meine Seelen hier wenigstens wieder aufnehmen. Boah, der wird ja geheilt wieder. Was ist das denn für Scheiß? Bestimmt so eine Glockenfrau wieder irgendwo. Ah, Glockenfrau. Ich muss dich jetzt gleich mal killen. Du Vieh. Der Vieh, was du machst. Und jetzt komm du her. Boom. Nein. Ist das schon wieder eine hier? Wo kommt denn die her, sag mal? Boah, Alter. Jetzt komm her. Nochmal halt, wirst du nicht gehalten. Oh, gibt es hier kein Leuchtfeuer? Nicht. Hier ist noch ein Ritter. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Weil ich will jetzt echt die 82.000 Seelen hier nicht verlieren. Ist ja schon wieder ein Level und ich könnte wieder Pfeile kaufen. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!